Hallo und herzlich willkommen zur zweiteiligen Lehrfilmreihe über das thermomechanische Walzen. Im ersten Teil stellen wir das Verfahren vor und zeigen ein praktisches Beispiel. Im zweiten Teil werden dann die wichtigsten Aspekte beim thermomechanischen Walzen, die Temperatur, die mechanische Verformung und das Mikrolegieren näher erläutert. Zum besseren Verständnis der Lehrfilme ist es gut, wenn du schon eigene Kenntnisse über Festigkeitssteigerung sowie Stahl, seine Gefüge und Phasen und über das Eisenkohlenstoffdiagramm hast. Kunden stellen in der Regel hohe Anforderungen an einen Stahlwerkstoff. Anhand der chemischen Zusammensetzung und der Gitterstruktur des Stahls lässt sich ein Eigenschaftsprofil erstellen. So werden Gebrauchseigenschaften wie zum Beispiel Festigkeit, Sprudelbruchsicherheit, Verformungsvermögen, Korrosionsbeständigkeit verbessert, aber auch Eigenschaften zur Weiterverarbeitung wie zum Beispiel Umformbarkeit, Spannbarkeit, Schweißeignung und Eignung zur Wärmebehandlung sollen optimiert werden. Für die Entwicklung von Konstruktionsstellen, Baustellen oder von Stellen für den Rohrleitungsbau sind die wichtigsten Parameter die Festigkeit, Umformbarkeit und Schweißbarkeit. Hierbei hat der Kohlenstoffgehalt eine entscheidende Bedeutung. Der Kohlenstoff ist das Hauptelement für die Mischkristallhärtung von Stählen. Mit hohem Kohlenstoffgehalt steigt die Festigkeit, aber gleichzeitig sinkt die Schweißbarkeit der Stähle. Während des Schweißprozesses bildet sich nämlich Korngrenzenzementit, der einen Sprudelbruch in der Schweißnaht zur Folge haben kann. Man umgeht dieses Problem, indem der Kohlenstoffgehalt so niedrig gewählt wird, dass sich kein oder nur ganz wenig Korngrenzenzementit bildet und so die Schweißbarkeit gewährleistet ist. Die Festigkeit wird jetzt vornehmlich durch das mechanische Umformen, also durch Verformungshärtung und durch die Erzeugung eines Feinkorngefüges, also durch Feinkornhärtung, verbessert. Zur Mischkristall-, Verformungs- und Feinkornhärtung könnt ihr euch weitere Lehrfilme anschauen. Eine technische Lösung, gleichzeitig Festigkeit, Umformbarkeit und Schweißbarkeit zu gewährleisten, bieten thermomechanisch gewalzte Stähle, die im Englischen HSLA-steel genannt werden. HSLA steht für High Strength Low Alloy Steel oder auf Deutsch für hochfest niedrig legierte Stähle. Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen konventionellem, normalisierendem und thermomechanischen Walzen. Beim konventionellen Walzen wird die Dicke des Stahls durch mechanische Umformung reduziert. Je höher die Temperatur beim Walzen ist, desto geringere Kräfte sind beim Umformen nötig. Beim normalisierenden Walzen findet die Umformung im deutlich niedrigeren Temperaturbereich als beim konventionellen Walzen statt. Damit wird vermieden, dass die einzelnen Körner des austenitischen Gefüges wachsen. Kornwachstumsprozesse, die bei höherer Gluttemperatur und langer Glutdauer zu einem Grobkorngefüge führen, sollen unbedingt vermieden werden, da grobes Korn einen negativen Einfluss auf die Festigkeit hat. Nach dem letzten Walzvorgang, der ca. 100 bis 200 Grad Celsius über der AC3 oder der GS-Linie liegt, erfolgt die Umwandlung aus dem Gamma-Austenit-Gefüge in das Austenit-Ferrit-Gefüge. Zur Herstellung von einfachen Baustellen ist dies ein gängiges Verfahren. Die Prozessführung beim thermomechanischen Walzen ähnelt dem normalisierenden Walzen. Unterschied ist jedoch der Werkstoff. Beim thermomechanischen Walzen
werden sogenannte mikrolegierte Stähle bearbeitet. Gezielt werden kleinste Anteile von Legierungselementen wie Titan, Niob und Vanadium in den Stahl eingebracht. Dieses nennt man Mikrolegieren. Mikrolegierte Stähle enthalten meist einen nur geringeren Kohlenstoffgehalt von 0,06 bis 0,08%, so dass während des Abkühlens die Phasenwandlung von Austenit hauptsächlich nach Ferrit erfolgt und nur ein ganz geringer Perlitanteil entsteht. Dabei soll die letzte Walzumformung möglichst zeitgleich mit der Phasenumwandlung stattfinden. So werden Kornwachstumsprozesse im Gefüge vermieden. Kornwachstumsprozesse werden außerdem durch Ausscheidung von Carbonitriden der Mikrolegierungselemente Titan, Vanadium und Niob behindert. Ausscheidungen und gezielte Temperaturführung beim Abkühlen erzeugen ein so um ein Vielfaches kleineres Korn im Gefüge als beim normalisierenden Walzen. Wir fassen zusammen. Grundsätzlich gibt's drei Walzverfahren für Stahlwerkstoffe. Das konventionelle, das normalisierende und das thermomechanische Walzen. Eine technische Lösung, gleichzeitig Festigkeit und Formbarkeit und Schweißbarkeit zu gewährleisten, bieten thermomechanisch gewalzte Stähle. Diese werden im Englischen High Strength Low Alloy Steel genannt. Üblicherweise sorgt der Kohlenstoff in Stellen für die hohe Festigkeit. Da Kohlenstoff aber die Schweißbarkeit mindert, werden Stähle für den thermomechanischen Walzprozess mit den Elementen Niob, Titan und Vanadium mikrolegiert. So wird das Kornwachstum im Gefüge durch Niob, Titan oder Vanadium-Ausscheidungen, die sogenannten Carbonitride, behindert. Die mechanische Verformung wird bei einer Temperatur so nah wie möglich an der AC3-Linie durchgeführt. Dort findet während oder unmittelbar nach dem letzten Walzschritt die Phasenumwandlung Austenit, Ferrit statt. Beides, Carbonitrid-Ausscheidung und Temperaturführung, dienen dazu, eine möglichst feine Korngröße zu erhalten. Die hohe Festigkeit thermomechanisch gewalzter Stähle wird durch Verformungsprozesse, also Verformungshärtung, und durch feines Korn, das heißt Feinkornhärtung, erzeugt. Somit können durch mechanisches Walzen feste und gleichzeitig schweißgeeignete Stähle hergestellt werden.